Willkommen bei der anderen Stadtrundfahrt, Braunschweig 1930 bis 1945. Zwischen 1939 und 1941 wurde die jüdische Bevölkerung sämtlicher Menschenrechte beraubt. Nach der Einschränkung des Mietrechts im Frühjahr 1939 wurden sie in sogenannten Judenhäusern, wie hier am Gaußberg 1, Neuer Weg 9, Meinhardshof 3, Höhe 3, Hamburger Straße 298, Hagenbrücke 6 bis 7, Ferdinandstraße 9, Henneberger Straße 7 und Wendenstraße 2 zusammengepfercht, von wo sie ab September 1941 mit Sammeltransporten in die Vernichtungslager gen Osten überführt worden sind. Die Häuser haben heute natürlich andere Eigentümer. Den Widerstand der 2000 Beschäftigten des zu jener Zeit größten Braunschweiger Industriebetriebes MIAG zu brechen, war Ziel der Nazis. Von daher galten ihre Aktivitäten ebenso dem in der Nähe gelegenen Arbeiterviertel Eichtal. Linke Flugblätter wurden beschlagnahmt und die Anwohner schikaniert. Besonderer Hass der NSDAP galt der Belegschaft der MIAG. In diesem Betrieb gehörten ca. 70% der Arbeiter der Gewerkschaft an. Sie kämpften für ihre Rechte und wurden durch ihren Betriebsrat, bestehend aus 4 Kommunisten und 7 Sozialdemokraten, unterstützt und vertreten. Im jetzigen Gebäudekomplex der Untersuchungshaftanstalt Rennelberg wurden während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Oppositionelle in sogenannte Schutzhaft genommen. Dies geschah häufig aus reiner Willkür der Verfolger. Selbst vor Gericht Freigesprochene wurden auf Veranlassung der Gestapo auf diese Weise festgesetzt. Der Leiter der Haftanstalt Rennelberg war selbst Mitglied der SA. Im März 1933 wurde der sozialdemokratische Oberbürgermeister Ernst Böhme im Rathaus von Nazis überfallen und in das Rennelberg-Gefängnis geschleppt. Am 18. März 1933 besetzte der konservative Stahlhelm das Gebäude der AOK und nutzte von nun an Teile der AOK als Kaserne für seine Truppen. In den nächsten Monaten diente die AOK der SA als Folterzentrale. Eingesetzt wurden überwiegend SA-Leute von außerhalb. Nach 1945 erschwerte dies die Bestrafung der Schuldigen. In den Jahren 1930 bis 1945 errang das Franck'sche Feld unterhalb des Nußbergs als Schauplatz nationalsozialistischer Machtentfaltung große Bedeutung. Hier ließ Adolf Hitler im Anschluss an das Harzburger Treffen, bei dem er die bürgerlichen Parteien für seine Politik gewonnen hatte, im Oktober 1931 100.000 SA-Leute aufmarschieren. 1934-35 wurde am oberen Ende des Franck'schen Feldes, das nun SA-Feld hieß, eine heute noch erhaltene Rednertribüne angelegt. Vom Burgplatz mit dem Dom über das Theater und die Kaiser-Wilhelm-Straße, heute heißt sie Jasper-Allee, bis zu dieser Tribüne zog sich so eine Achse quer durch die Stadt, die den Nazis für Aufmärsche dienen sollte. Den Abschluss bildete auf dem Nußberg der Tingplatz, ein Freilufttheater für 15.000 Personen. Einige Reste davon sind heute noch zu sehen. Am Ende des sogenannten Dritten Reiches hatte das Land Braunschweig eine erschütternde Bilanz der nationalsozialistischen Herrschaft aufzuweisen. Kaum eine Gegend Deutschlands musste in der ersten Terrorwelle zwischen 1933 und 1935 relativ mehr Mordopfer nationalsozialistischer Gewaltakte beklagen als Braunschweig. Aber auch in den folgenden Jahren fordert die Nazi-Herrschaft und der von ihr begonnene Krieg tausende Menschenleben. Auf dem Hauptfriedhof erinnern uns Gräber und Gedenkstätten an dieses Geschehen. Bei der Umstellung der Industrie auf totale Rüstungsproduktion und für Bau- bzw. Aufräumarbeiten wurden Außenlager der Konzentrationslager in die Betriebe selbst verlegt. Der NS-Terror wurde hier häufig unter den Augen der Bevölkerung und unter ihrer Mitwirkung nach dem Prinzip der Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft und der Vernichtung ausgeübt. In den Stadtgrenzen Braunschweigs gab es nachweislich 4 Außenkommandos von Konzentrationslagern. Die Nazis steuerten vom ersten Tag über Machtübernahme den Krieg, besonders gegen die Sowjetunion, an. Im Stadtbild zeigte sich dies durch den Bau von Luftschutzbunkern und Kasernen. Fast alle heute existierenden Kasernen wurden damals erbaut.
Zur Sicherstellung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und als Ersatz für fehlende Industriearbeiter wurden im sogenannten Großdeutschen Reich etwa 8 Millionen ausländische Arbeitskräfte, Zivilarbeiter, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt. Das Gebäude des heutigen Braunschweig-Kollegs und der heutigen Müllerschule war während der Zeit des Nationalsozialismus die Akademie für die Ausbildung der hauptberuflichen Führerschaft der Hitlerjugend. Am 5.8.1939 erfolgte die Eröffnung der Akademie und es begann die Aufnahme des regelmäßigen Lehrbetriebs. Im heutigen Sozialgericht waren ab 1933 die NSDAP-Kreisleitung Braunschweig-Stadt, die Deutsche Arbeitsfront und weitere Nazi-Organisationen untergebracht. Am 24.09.1933 fand die Weihe der ehemaligen Rimpauschen Villa statt, die nun Adolf-Hitler-Haus hieß. Am 9.11.1938 zerstörten die Nazis in der sogenannten Reichskristallnacht in ganz Deutschland jüdische Einrichtungen. In Braunschweig wurde die Synagoge in der alten Knochenhauer Straße ihr Opfer. Die Nazis stellten den zentralgelenkten Terror gegen die jüdischen Mitbürger als spontane Aktion dar. Die dort angebrachte Gedenktafel ist hier zu sehen. Vor dem Oberlandesgericht fanden mehrere Prozesse gegen Widerstandskämpfer statt. Von 1935 bis 1944 war Präsident des Oberlandesgerichtes Günther Nebelung. Ab 1944 war Günther Nebelung Senatspräsident am Volksgerichtshof in Berlin und in dieser Funktion für viele Todesurteile zuständig. Am 17. Juli 1935 besuchte Adolf Hitler Braunschweig. An diesem Tag besichtigte er auch den Dom am Burgplatz und die zu dieser Zeit geöffnete Grabstätte des Stifters Herzog Heinrich des Löwen und seiner Gemahlin Mathilde. Dietrich Klagges, seit 1933 Ministerpräsident Braunschweigs, konnte Hitler für seinen Plan, mit einem Gruftneubau eine würdevolle Grabstätte für Heinrich den Löwen zu schaffen, gewinnen. Als im November 1940 die kulturpolitische Tagung des Deutschen Gemeindetages stattfand, war aus der Gemeindekirche ein Staatsdom, aus dem Gotteshaus eine politische Kundgebungsstätte geworden. Gegen den vielleicht zu spät vorgebrachten Protest der Landeskirche war der Dom in Staatseigentum übergegangen. Sofort nach dem Krieg wurde der Dom der Landeskirche wieder zur Verfügung gestellt. Die Insignien des Dritten Reiches und der Bilderfries wurden entfernt. An die oben beschriebenen Maßnahmen und die Geschichte des Domes in jenen Jahren erinnern im Wesentlichen die Raumfassung, einige bauliche Details, wie zum Beispiel die Stiftergrabrahmungen aus gespritztem Granit und der in weiß-schwarzem Schachbrettmuster neu angelegte Fußboden im Mittelschiff sowie die Gruft Heinrichs des Löwen. Die Schlossfassade ist in den letzten Jahren wieder aufgebaut worden und bildet einen neuen Blickpunkt für Braunschweig. Im Jahre 1935 bezog die neu gegründete SS-Junkerschule das Braunschweiger Schloss. Der Schlossplatz wurde in Platz der SS umbenannt. Die Schaffung der neuartigen Elite mit dem Bewusstsein Soldat des Führers, also mehr als nur Kompromisssoldat oder Parteifunktionär zu sein, prägte den Korpsgeist der Junkerschulengeneration nachhaltig. Am 9. März 1933 stürmten die Nationalsozialisten die SPD- und Gewerkschaftsbüros im Volksfreundhaus, in dem auch die SPD-Zeitung Volksfreund gedruckt wurde. Das Volksfreundhaus war seit jenem Überfall Hauptquartier der SS. Gegner des NS-Regimes wurden systematisch verfolgt und in diesem Gebäude oder in den Kellern der AOK grausam misshandelt, in einigen Fällen zu Tode gefoltert. Zwischen dem alten Dorf Lehndorf und dem Waldgebiet Pavelsches Holz begannen 1934 im Rahmen der zweiten Arbeitsschlacht die Bauarbeiten an der Gemeinschaftssiedlung Lehndorf. Sie ist die erste und zugleich größte geschlossene vorstädtische Kleinsiedlung des Dritten Reiches. Die Teilfertigstellung der Siedlung 1935 fiel in die Zeit des Wiederanschlusses des Saarlandes an das Dritte Reich. Die Straßennamen erinnern heute noch daran. 1937 war die Siedlung im Wesentlichen fertiggestellt und zählte ca. 7000 Einwohner. Die Bauten des Saarplatzes bildeten sowohl städtebaulich wie ideologisch das Zentrum der Siedlung. Der Turm des Aufbauhauses als alles überragendes Gebäude symbolisierte den steingewordenen Führungsanspruch von Partei und Staat. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer alternativen Stadtreise. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und habt auch ein wenig gelernt.
Macht's gut, tschüss, Hans.